Hallo und Gude zu einer neuen Ausgabe von Schokibologie Daily. Wir haben euch heute wieder Angeberwissen mitgebracht, mit dem ihr überall glänzen könnt. Der Sashi stellt uns jetzt mal vor, das Geburtstagskind des Tages. Am 17. Oktober hat Kimi Räikkönen, wird mit AI Finne geschrieben. Finne, ja genau. Genau, ja. Weltmeister in der Formel 1, hat Formel 1 gefahren von 2001 bis 2009. Mhm. Und hat gewonnen. Hat gewonnen halt. Hat immer gewonnen und gewonnen. 1979 geboren am 17. Oktober in Espoo. In berühmten Espoo in Espoo. Also mit mehreren O. Ja, Espoo. Espoo. Alles Gute, Kimi Räikkönen. Ja. Was haben wir noch am 17. Oktober? Am 17. Oktober 1979, quasi als Kimi Räikkönen geboren wurde, an dem Tag, wo Kimi Räikkönen im geboren Ernst wurde, erhält die Mutter Teresa von Kalkutta den Friedensnobelpreis. Ach. Ja. Ja. Also, kannst du dir vorstellen, am einen Ende, da oben in Finnland, ne, da oben. Aber dann, die war, die Kalkutta ist ja Indien. Ja, ja, pass, da oben sind wir jetzt in Finnland. Ja. Macht's. Kommt Kimi Räikkönen. Ach so, ja, genau. Dann hier unten, Sascha, muss man mitmachen. Hier so unten. Ne? In Indien. Herzlichen Glückwunsch zum Friedensnobelpreis. Oh ja, und dann hat sie den Friedensnobelpreis genommen und gesagt, Mensch. An ein und demselben Tag. Wenn du mal bald die Formel 1 gewinnst. Ja, genau. Gedacht, zu dem Friedensnobelpreis. Friedensnobelpreis. Genau. Hat sie natürlich auch Voraussicht bewiesen, die Maria Theresa. Ja. Maria Theresa. Mutter Theresa. Mutter Theresa. Okay, Maria Theresa war der andere. Ja, aber Kimi Räikkönen hat auch das bestätigt. Ja. Hat gesagt, Mutter Theresa, hast du gut gemacht. Genau, hat er gesagt. War die Mutter Theresa denn die Mutter von Kimi Räikkönen? Das habe ich auch gehört. Nee, ne? Haben wir gerade aufgedeckt, dass Mutter Theresa die Mutter von Kimi Räikkönen ist? Nein. Doch, es hat das gemacht. Meinst du? Ja, und dann sagt sie, ach, guck mal, mein Kind. Und dann sagen die anderen Leute, das hast du so toll gemacht. Sie war doch in Kalkutta. Da ist Kimi Räikkönen durch ein Wurmloch. Was die wenigsten wissen. Keiner es wahrscheinlich. Es gibt auch ein Dorf in Kalkutta. Indien. Das heißt Espoo. Das heißt Espoo. Deswegen denken viele, dass Kimi Räikkönen Finne ist. Espoo ist in Wirklichkeit Inder. Espoo ist ja ein Ortsteil von Kalkutta. Eigentlich. Richtig. Ja. Und alle Leute denken, Kimi Räikkönen wäre Finne, er ist aber Kalkutaner und Inder. Aber Mutter Theresa war doch Nonne. Oder? Ja. Und da hat sie sich. Ein Wunder! Hat sie, genau. Unbefleckte Empfängnis was oder wir, was? Was wir heute alles hier aufdecken. Mutter Theresa hat sich bürsten lassen, willst du jetzt erzählen? Nein! Also. Unbefleckte Empfängnis, ein Wunder. Also. Ja. Schon wieder. Ja. Und dieses Wunder ist dann nicht durch die Welt gezogen genau. Und hat dann die Welt besser gemacht, sondern ist Formel 1 gefahren. Ja. Und hat den Leuten Spaß und Freude bereitet. Und dadurch hat sie den Friedensnobelpreis bekommen. Macht ja Sinn. Ja. Also es aus macht dem alles, Espoo in Kalkutta. Macht alles Sinn, was du sagst. Ich bin so froh, dass wir das heute alles aufgedeckt haben. Am 17. Oktober. Morgen ist vielleicht auch schon spät heute. Ja, morgen sehen wir uns wieder am 18. Oktober. Ja. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie.